Auf diesem Kanal habe ich schon oft über Lord Voldemort und seine Spaltung der Seele, um seine Horcruxe zu erschaffen, gesprochen. Heute werden wir ein bisschen anderes Thema besprechen. Und zwar, ob der Mord an Albus Dumbledore von Severus Snape seine Seele gespalten hat. Das und mehr jetzt in diesem Video. Heute werden wir darüber diskutieren, ob die Tötung von Albus Dumbledore die Seele von Professor Severus Snape gespalten hat. Im Laufe der Harry Potter-Reihe wurde enthüllt, dass Lord Voldemort seine Seele in mehrere Teile spalten konnte, indem er einen Mord beging, und zwar jedes Mal. Ein Ritual der dunklen Künste durchführte und diese Seelenteile in verschiedenen Gefäßen, den sogenannten Horcruxen, über das Vereinigte Königreich verteilte. Diese Fähigkeit des Dunklen Lords, durch Mord und Magie Horcruxe zu erschaffen, lässt vermuten, dass ein Mord die Seele einer Hexe oder eines Zauberers schädigen könnte. Das führt uns zu unserer heutigen Frage. Hat Severus Snape seine Seele gespalten, als er Albus Dumbledore auf dem Astronomieturm von Hogwarts ermordete? Auch wenn die Antwort auf diese Frage theoretisch ja lauten könnte, halte ich es insgesamt für eher unwahrscheinlich, dass das passiert ist. Und dafür gibt es auch mehrere Gründe. Zunächst einmal reicht ein einfacher Mord nicht aus, um einen Horcrux zu erschaffen. Nur weil Snape den Fluch aussprach, der Dumbledore tötete, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass seine Seele zerrissen wurde. Wäre dies der Fall, hätte jeder Zauberer, der einen anderen tötet, seine Seele geteilt. Wir wissen, dass dies nicht immer der Fall ist. Es ist jedoch erwähnenswert, dass das Töten eines Menschen ohne gerechtfertigten Grund, wie etwa zur Selbstverteidigung, negative Auswirkungen auf deine Seele haben kann. Dumbledore selbst deutete dies Severus gegenüber an, als er erklärte, warum er nicht wollte, dass Draco Malfoy ihn tötet. Wenn es dir nichts ausmacht zu sterben, sagte Snape grob, warum lässt du es dann nicht Draco tun? Die Seele des Jungen ist noch nicht so geschädigt, sagte Dumbledore. Ich möchte nicht, dass sie meinetwegen zerrissen wird. Beweist dies nicht, dass Severus Seele auch bei dem Mord an Dumbledore zerrissen worden wäre? Nicht unbedingt, wie wir aus Dumbledores Erklärung an Snape sehen können, als dieser ihn genau das fragte. Und meine Seele, Dumbledore? Meine? Du allein weißt, ob es deiner Seele schadet, einem alten Mann zu helfen, Schmerz und Demütigung zu vermeiden, sagte Dumbledore. Ich bitte dich um diesen einen großen Gefallen, Severus. Denn der Tod kommt auf mich zu, so sicher, egal was passiert. Dumbledore erklärte Snape also, dass das Herausreißen oder Abspalten der Seele des Mörders alles mit seinen Zielen und Absichten zu tun hat. Das bringt mich zu dem zweiten Punkt. Damit ein Mord zu einer Schädigung der Seele führen kann, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Vor allem die böswillige Absicht. Eine Seele so zu beschädigen, dass sie gespalten und ein Horcrux erschaffen werden kann, ist nur möglich, wenn ein Mord kaltblütig und ohne Reue begangen wird. Im Fall von Snapes Tötung von Dumbledore wissen wir, dass er dies nur auf Wunsch von Dumbledore selbst tat. Severus wollte Professor Dumbledore nicht töten. Er tat es aus mehreren edlen Gründen. Der erste Grund war, dass Dumbledore ihn darum bat. Nein, ihn darum anflehte, es zu tun. Du musst mich töten, waren die genauen Worte, die Albus zu Snape sagte. Der Mord an Dumbledore geschah also auf dessen eigenen Wunsch hin. Zweitens hat Snapes Handeln dazu beigetragen, Draco Malfoy davor zu bewahren, den Schulleiter töten zu müssen. Etwas, wozu Voldemort den Jungen angewiesen hatte. Schließlich stimmte Severus nur zu, Dumbledore zu töten, weil der alte Zauberer durch seinen Kontakt mit einem verfluchten Ring bereits im Sterben lag und nicht mehr zu lange zu leben hatte. Das wusste natürlich niemand außer den beiden. Wie Dumbledore es beschrieb, war es ein Gnadentod für ihn. Ein weiterer Punkt, der die Theorie stützt, dass Snape seine Seele nicht teilte, als er Dumbledore tötete, ist der Gedanke, dass er nicht alle Schritte vollzog, die für eine absichtliche Seelenspaltung notwendig sind. Insbesondere führte er nicht das unbekannte Ritual zur Herstellung eines Horcruxes durch. Zwar ist dieses Ritual nicht unbedingt notwendig, um eine Seele durch eigene Handlungen zu beschädigen, aber es ist ein weiterer Grund, warum ich glaube, dass seine Seele unversehrt blieb, zumindest durch diesen Mord. Ich meine, wir können ja nicht wissen, ob Snape noch viel mehr Morde begangen hat und ob diese Morde dann in seiner früheren Geschichte irgendwie dazu beigetragen haben, dass seine Seele vorher gespalten wurde. Obwohl es viele Geheimnisse darüber gibt, was das Horcrux-Ritual genau beinhaltet, wird aber angenommen, dass der Leichnam des ermordeten Opfers benötigt wird, um es zu vollenden. Da wir wissen, dass Snape kein solches Ritual durchführte, bevor er aus dem Schloss flog und Dumbledores Leiche nicht mitnahm, wissen wir, dass Professor Snape diesen notwendigen Schritt zur Seelenspaltung nicht vollzog. Zumindest nicht im konventionellen Horcrux-Stil. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video.
Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, dass der Mord an Dumbledores Snapes Seele gespalten hat? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn ja, würde ich mich ziemlich doll über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema oder irgendeinem anderen Thema hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich danke dir bis dahin für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.